Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Fick Dich. Ah, Dennis, jetzt habe ich das gegeben. Fick dich! Es sollte keine Nein. halbe Wohnung, fick dich. Das fängt ja toll an. Na, es ist ein Let's Shit Together. Let's Talk Shit. Nee, wir scheißen nicht zusammen, wir reden nur scheiße zusammen. Was heißt scheiße labern? Ist halt normale Skype-Kombi, ne? Ja, Skype-Kombi. Normale Volltrott. Ich nehme jetzt Vollbild auf, das heißt, man sieht auch, wo wir googeln und gucken. Ach so. Und wir haben uns gedacht, da die schon ewig über Nudeln reden, dachte ich mir, hey, wir Wikipedian mal Nudel. Habt ihr auch alle den Link offen? Nicht zum Nachmachen. Nicht zum Nachmachen gedacht. Habt ihr auch Nudel gegoogelt? Das Geile ist, wenn ihr bei Google googelt, googelt euch Google zu Google. Wow. Ist wirklich so. Gib mal ein elgog.de mit 2 O. Meinten Sie Google? Ja. L. Was soll man da eingeben? Elgog. Schreib einfach Google rückwärts. Ja. Ah. Das mache ich jetzt auch mal. Elgog. Es gibt eine Seite. Elgog, das Google Mirror hosted by... Was? Wie hosted? Das Google Mirror hosted by... Elgog, Suchmaschine. rbhosting.de, ein Support bei Mitfahrzentrale, Mitfahrergelegenheit. Was ist help das? Help brand with coast. So, nee, to help alles, was Elgo. Du da eingibst, sucht da rückwärts. Heißt, wenn du irgendwas Vernünftiges suchst, musst du das rückwärts eingeben. Elgog, Suchmaschine mit Bewertung. Mit Bewertung. Oh, die Seite war aber geil. Ich google da jetzt mal Nudel. Ja, aber rückwärts. So, rückwärts. Ja, der sucht dir die Sachen Elgog, rückwärts. Elgog, Suchmaschine. 145.921 Rezepte bei chefkoch.de. Interessiert mich aber nicht. Chefkoch.de. Okay. Okay, dann lesen wir mal über Nudeln. Das ist ein wie Nudeln werden am schnellsten. Oh Gott, das wird so eine geile Aufnahme. Das ist so behindert. Oh, ist das viel. Ich nehm's gerade auf, falls ihr euch fragt. Ja, wir auch. Ich auch. Jeder nimmt's, glaube ich, auf, oder? Ich nehm Vollbild auf, also man sieht alles, was ich ja. mache. Ja, ach so. In Fullscreen. Very good. Fullscreen. Fullscreen, so. Fullscreen. Oh, wenn ich jetzt wieder lese, muss ich so lachen, ey. Nudeln sind beliebig geförmte Teigwaren, die voll über 10 gekocht werden. Ein Gärungs- oder Backverfahren wird bei der Herstellung nicht angewendet. In diesem sind Dampfnudeln und Rohnudeln keine Nudeln. Was ist los? Macht auch mal die Scheißseite auf, dann lesen wir das zusammen. Nein. Warum? Weil ich spiele Minecraft, ich habe einen Grund. Minecraft stinkt. Minecraft ist cool, ich spiele es auch gerade. Du hast selbst gespielt. Nein, vor 10 Sekunden. Lenk mal ab. Los, lies weiter. Also keine Angst, ich werde da schon Balken drüber legen, dass man die Namen in Skype nicht sieht, weil ich es gerade offen hatte. Na, nee, lass doch da. Meine ist eh veröffentlicht. Siehste. Meine aber nicht, egal, man kann ja ablehnen, aber egal. So, liest du weiter? Wer? Du. Was? Wer? Du, Behemoth. Nein. Warum? Los. Nudel. Wo geht's denn weiter? Ich lese vor. In Wo der geht's zweiten weiter? Reihe. Nudeln werden meist aus und so. Werden aus was gemacht? Okay. Oh Gott, das kann was werden. Nudeln werden meist aus Hartweizen Hartweizengrieß, Reis, Mais oder Kartoffeln und Wasser, seltener aus Hirse oder Dinkel, teilweise auch. Ja, Mama, bedenkt, dass uns gerade nur von Nudeln kommen. Oh Gott, ich hab Pennen in den Augen. Färbenden Zutaten, Kräutern und Gewürzen hergestellt. Gewürzen. Inhaltsverzeichnis. Also Nudeln werden meist mit der Zugabe von Eiern. Das ist so geil. Okay, Geschichte. Ja, wer liest jetzt? Ich. Geschichte der Nudel. Nein, komm, wir wechseln uns immer ab. Ja, die anderen wollen ja nicht. Ich lese schon eine T-Shirt-Firma.
Das kann nichts Gutes heißen. Na, ich auch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden Verfahren zur Nudelherstellung sowie Nudelgerichte an mehreren Orten unabhängig voneinander entwickelt. Die frühesten Hinweise und Belege auf die Herstellung stammen aus Ostasien von vor etwa 4000 Jahren, in Klammern 1, Jahre zurück. Teilweise wird die Auffassung vertreten, Marco Polo habe die Nudel aus China mitgebracht. Tatsächlich gibt es in Europa jedoch bereits seit der griechischen Antike Nudelgerichte, und in etruskischen Gräbern fand man Abbildungen von Geräten zur Nudelherstellung. Da denke ich mir jetzt mal nichts dabei. Auch berichtet der Geograf Al-Idrisi im 12. Jahrhundert, dass in Sizilien eine fadenförmige Speise aus Mehl in großen Mengen hergestellt werde. Die älteste Nudelfabrik Deutschlands ist die 1793 gegründete Erfurter Teigwarenfabrik. In Laia, einem großen prähistorischen Dorf, 200.000 Quadratmeter. Prähistorisches Dorf. Quadratkilometer, das wär's. Am gelben Fluss im Nordwesten Chinas wurden bei Ausgrabungen 4000 Jahre alte Nudeln. Super. Ausmaße 500 mal 3 mm aus Rispenhirse, Canicum, Melecoeum und Kolbenhirse, Setaria Italica, in einer versilgten Steingutschale geborgen. Klammer auf, 1, Klammer zu. Oder was habe ich gerade verstanden? Was bitte? Italica. Was? Ach, Italien. Verschiedene Sorten Nudeln. Ich sehe da nur zwei verschiedene Arten, aber in Ordnung. Okay, Wortherkunft. Das Wort Nudel ist... Gott, ich weiß gar nicht, was gerade so lustig ist. Wir sind einfach nur gestört. Ich lache einfach mal aus Sympathie mit. Das Wort Nudel ist wohl eine Abwandlung von Knödel. Vergleicht auch Dampfnudel. Und somit Teil eines großen Stamms deutscher Wörter, die mit der Silbe kn eine Verdickung ausdrücken. Knoten, Knolle, Knospe, Knauf, Knopf. In Klammern 2. Punkt. Knubbel. Hier, Knopf. Nudeln in verschiedenen Ländern. Normalerweise wird der Tag mit dem Nudelholz ausgerollt und die Nudeln in diverse Formen ausgestochen und geschnitten. Natürlich auch maschinell oder durch Düsen gepresst. Chinas ist es üblich, einen einzigen Nudelstrang aus einem großen Stück Teig zu formen, in dem dieser langgestreckt und mehrmals doppelt genommen wird. Scheiße. Daher gibt es auch sehr unterschiedliche Formen, Entschuldigung. Kurze Nudeln wie beispielsweise Spirelli werden als Kurzware oder Gemüsenudeln bezeichnet, während Spaghetti zu den Langwaren zählt. Oh Gott, das dürfen wir echt nicht machen. Das ist echt nichts für uns. Hier haben wir über die Scheißnudeln gesprochen. Das ist gestört. Los, du bist dran. Die unterschiedlichen Grundstoffe teilen die Nudeln weiter in nationale Sorten. Die in der europäischen Küche verwendeten Nudeln werden zum größten Teil aus... Ich will es nicht lesen. Soll ich? Aus hart oder weich Weizen hergestellt. Weizen. Flo kennt sich damit aus, er liest aber was gerne. Hartweizen, mehr Sonne als Weichweizen benötigt, wurde in der nördlichen Region Europas Nudelteig vornehmlich aus Weichweizen hergestellt. Und um die nötige Festigkeit zu erreichen. Zusätzlich mit Eiern versetzt. Die jeweiligen Vorlieben. Tobi, die jeweiligen Vorlieben für Hart- und Eiernudeln haben zum Teil heute Bestand. Wäre ja auch peinlich, wenn nicht. Die nächste Überschrift musst du aber richtig vorlesen. Deutschland. Oh. Was denn? Was steht da? Tobi? Mach du? Nee, ich lese nicht mit. Nein, sprich du Deutschland mal richtig aus. Deutschland! Gut, in
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wenn. So wie in Deutschland? Ja, nochmal. Sag's halt nochmal. Den verstehe ich nicht. Egal. Das, wir machen einfach immer Pause, wenn Deutschland kommt. So, in Deutschland! Wenn Nudeln in der Regel ich will lesen. Wenn in der Regel Nudeln industriell aus Weizen, Grieß und Eiern hergestellt und sind getrocknet im Handel erhältlich. In jüngerer Zeit erfährt auch abgepackte und gekühlte Frischware größere Verbreitung. Daneben sind kochfertige Instant-Suppen, Tütensuppe, hieß Instant, muss aufpassen, Instant-Suppen und Gerichte sind tiefgekühlte Fertigkost erhältlich. Tütensuppen. Nudeln werden in... Nudeln werden in... Deutschland! Vorzugsweise als mit einer Soße ergänztes Hauptgericht gereicht. Auch als Beilage finden sie Verwendung, erreichen aber mit der Ausnahme der Südwestdeutschen Küche Süddeutschen nicht so große Verbreitung wie Kartoffeln und daraus zubereitete Beilagen. Kleinere Nudelformen sind als Suppenbeilage beliebt. Es gibt verschiedene Formen, die sowohl eigene Küchentraditionen entspringen, als auch von den italienischen Vorbildern übernommen werden. Macaroni, lange Röhrennudeln, die mit Soße als eigenständiges Gericht seltener als Beilage gerichtet werden. Dass wir über Essen reden, ich krieg Hunger. Tortigiani oder Rigatoni, kurze Röhrennudeln, die mit Soße als eigenständiges Gericht gereicht werden. Spaghetti, lange, zum Teil auch überlange, dünne Nudeln, die mit der Soße... Oh Gott, überlang geht als eigenständiges Gericht gereicht werden. Dennis, weißt du, was ich jetzt denken muss? An die Aufnahme von gestern. Gott, ich kann nicht ahnen. Nee, es ist echt übel gewesen. Ich habe gelesen, auch. Da stand Schwarze Macht. Er musste lachen. Ich wusste es gar nicht, warum. Aber nein, dann habe ich es auch rausgefunden. Okay, Bandnudeln. Waren wir da? Nee, doch. Doch, Bandnudeln. Bandnudeln, breite Nudeln, die den italienischen... Ich kann nie wieder was vernünftig essen wegen euch. Oh Gott, das nächste, nächsten wird... Na, warte. Breite Nudeln, die den italienischen Tagliatelle gleichen und die sowohl als Beilage als auch Soße und als eigenständiges Gericht oder Süßspeise zum Beispiel als Mittelstuhl gereicht werden. So. Man kann Nudeln zu einer Soße machen, okay. Spirelli, gedrehte Nudeln, die in der italienischen Fusilli gleichen und die sowohl als Beilage als auch mit Soße als eigenständiges Gericht gereicht werden. Boah, wo kommt denn jetzt der kommen her? Jetzt kommen wir zu Dennis' Beschreibung. Hörnchennudeln, kleine gekrümmte Nudeln, die als Beilage seltener auch als Suppeneinlage Verwendung findet. Muschelnudeln, sehr kleine Muschelnudeln, sehr kleine Nudeln in Form von Muscheln, die als Suppeneinlage verwendet werden. Nein, ehrlich, ich wusste der gar nicht, dass ein Muschel wäre. S-T-F-U. Sifu. Weißt du, was das heißt? Shut the fuck up. Okay, Sternchennudeln, lass mich raten, die haben die Form eines Sterns. Sehr kleine Nudeln in Form eines Sterns, oh mein Gott. Die als Suppeneinlage verwendet werden. Buchstaben, sehr kleine Nudeln, ey, die haben die haben da nur Buchstaben stehen. Ja. Kapitalverbrechen. Buchstaben, sehr kleine Nudeln in Form verschiedener Buchstaben, die als Suppeneinlage verwendet werden. Oh mein Gott, als Fadennudeln. Buchstaben sind also Nudeln, okay. War ich doch auf einer Kochschule. Nee, komm, hör mal weg. Fadennudeln, dünne kleine Nudeln. Dünne kleine Nudeln. Die als Suppeneinlage verwendet werden. In der Küche des Südwestens, Württemberg und Baden nehmen Teigwaren eine herausgehobene Stellung ein. Besonders bekannt sind Spätzle bzw. Knöpfle und Maultaschen, die die Grundlage verschiedener Gerichte bilden. Ja, Wangtan und Maultaschen ist ja fast dasselbe, ne? Österreich! Traditionelle Nudelgerichte sind Tiroler Schlutzkrapfen oder in Osttirol auch Schlipfkrapfen, Kärntner Nudeln, Kassnudeln, Krautfleckerl und Schinkenfleckerl. Typische österreichische Nudelsorten sind im Gegensatz zum italienischen immer mit Eiern hergestellt. Eierteigwaren. Boah, ich komme nach Tschechien. Boah. Tschechien. In der böhmischen Küche werden Nudeln aus Weizenmehl und Eiern zubereitet.
Weißt du was? Das ich klicke jetzt einfach mal auf Eier und mache einen neuen Tab damit auf. Ich mache mal so Hühnerei. Oh Gott, das ist auch mit so einem ewig langen Artikel. Warte, es gibt als Bandnudeln Nudle und als Fleckerl Flecki. Bekannte Gerichte sind... Was? Bekannte Gerichte sind... Was? Wie wird denn das ausgesprochen? Schinkenfleckerl. Schinkenfleckerl und Nudeln mit Spinat und Spiegelei. Ich krieg Hunger. Ich auch. In der Schweiz bezeichnet der Begriff Nudeln nur die flache Bundnudeln. Sämtliche andere Formen werden unter dem Begriff Pasta oder als Teigwaren zusammengefasst. Ein typischer Schweizer Pasta-Gericht sind die sogenannten Zickerhörnli. Jo, mei. Da steht mal. Da echt Zickerhörnli, die sich durch die charakteristische Form auszeichnen. Ein entlang der Rotationssymmetrieachse halbierter 2 Torus. Was? Ganz ehrlich, wer schreibt diese Artikel? Schreibst du schnell Skype rein, ja? Was? Okay, oder weiter. Also, ich schreib's doch mal schnell. Achtung, hier, viel Spaß. Jetzt siehst weiter. Was ist los? Wir müssen doch, wir müssen die Zuschauer bilden über Nudeln. Das letzte Wort ist ein Tourbus. Torus. Ach so. In den Alpengebieten sind Alpenmagronen beliebt. Ein Eintopf. Makronen. Nein, Magronen. Oh. Mit G. Magronen. Nicht Goronen. Ein Eintopf. Magronen. Nicht Mongolen oder Mongos oder so. Ein Eintopf. Mongo-Eintopf. Aus Macaroni und Kartoffeln mit Käse. In Graubünden findet man die aus Buchweizen hergestellten Pizzo... Was? Pizzo... Man so weiß, was im Essen drinsteckt, ne? Italien. Italienische getrocknete Teigwaren, Pasta genannt, bestehen meist aus Hartweizengrieß. Hey, Josh. Durumweizen, warte. Echter Buchweizen ist auch wieder ein geiler Artikel. Durumweizen. italienisch Pasta di Semola di Grano Duro. Wow, diese italienische Aussprache war wunderbar. Finde ich auch. Hust. Ja, ihre Form und Farbenvielfalt sowie ihre besondere Qualität im Zusammenhang mit der Bindung von Soßen, zum Beispiel auch auf Tomatenbasis. Basis. Echt? Genau, auf Tomatenbasis. Ich finde schon mal sehr geil, wie er Soßen geschrieben hat. Das ist doch richtig so. Ja, also ist das Italienische, okay. Achso, was, wie, wo, egal. Machen die italienischen Nudeln zum herausragenden Objekt nicht nur als pass auf, jetzt kommt der Knaller. Nicht nur als Lebensmittel. Du darfst mich überall mit Nudeln anschmieren. Nee, danke. Asiatische Glasnudeln werden als Mungo... da steht echt... Mungobohnenstärke hergestellt. Ja, kennst du keine Mungobohnen? Hab ich noch nie was von gehört. Nein, ich auch nicht, aber Yoshi meldet sich endlich mal zu Wort. Yoshi, komm auch mit, wir brauchen einen weiteren Leser. Deshalb auch in unterschiedlichen Konsistenz im Vergleich zu Getreidenudeln. Asiatische Reisnudeln werden aus Reismehl hergestellt. Echt? Die Reisstärke macht die dünnen Nudeln sehr hell. Sie sind nicht zu verwechseln mit den in Deutschland unter gleichen Namen bekannten Nudeln der griechischen Kritaraki. Hey, wirklich alles, was man nie über Nudeln wissen wollte. Ich hab... Legst du mal weiter. Der ist eigentlich so drauf gekommen. Und der italienischen Küche Risoni bzw. Risi, die aus Hart Weizengrieß. Mann! Alter. Scheißteil, ist doch unfair. Wo kriege ich mal das Hart Weizengrieß hergestellt werden und die Form eines Reiskorns aufweisen? Bekannt sind die aus Indonesien stammenden Bihun. Ja, ganz toll, ne? Skype hat wieder mein Mikrofon nicht aufgenommen. Aha. Ja? Ich hab's nicht ausgemacht. Ich hab's aber an. Ja, sicher. Sicher. Ich mach dann den anderen Artikel. Chinesische Eiernudeln bzw. Mi-Nudeln sind Nudeln aus Weizenmehl. So, allein jetzt in diesen zwei, beziehungsweise jetzt bis zum ersten Komma, Eiernudeln, Mi-Nudeln sind Nudeln. Das
sind Fertig. Die den italienischen Spaghetti ähneln, jedoch kräftiger schmecken und aufgrund ihrer Länge zu einem Block zusammengelegt werden. Wer wollte das vorlesen? Japanische Soba-Nudeln bestehen aus Buchweizenmehl, sind oft mit grünem Teepulver gefärbt, sie werden auch kalt gegessen. Japanische Udon sind dickere bzw. breitere Nudeln aus Weizenmehl. Japanische Hiyamugi sind mittelstarke Nudeln aus Weizenmehl. Also mir fällt gerade ein, wir hatten vorhin Käsespätzle zum Essen. Wenn es morgen bei mir Spaghetti gibt, ne? Ich lache mich kaputt. Warte, ich muss nachher mal fragen, was es zum Essen gibt. Dann laufe ich irgendwie mit dem Headset zu der Tür und frage. Ich habe auch ein langes Kabel. Japanische Samen sind dünne, lange und leicht süßlich schmeckende Farnnudeln. Was der nicht alles weiß? Das steht da. Die leicht schmeckende Farnnudeln aus Weizenmehl, die oft kalt gegessen werden. Japanische Ramen sind dünne, lange Farnnudeln aus Weizenmehl, die in der Brühe als Suppe gereicht werden. Ehrlich, warum macht ihr das? Lies weiter. Lies mal unten mein sonstiges, die ersten 5-6 Wörter. Und bald für dich. Nee. Ist er nicht da? Dann lese ich weiter. Moderne Lebensmitteltechnik. Gibt's jetzt schon eine Technik zum Nudeln? bei italienischen Nudeln wird von Kennern oft bemängelt, dass sie früher besser im Geschmack gewesen seien und die Soße besser aufgenommen hätten. Ja, ich nehme auch auf. Genau. Ich nehme auch auf. Echt mal. Ein Grund dafür ist, dass die industriellen Pastamaschinen heutzutage meist mit Teflon beschichteten Formdüsen bestückt sind, was eine glatte Nudeloberfläche bewirkt, die den Soßen weniger Halt bietet als eine durch Düsen aus Buntmetall wie Kupfer, Messing oder Bronze erzeugte Oberflächenstruktur. Ja, genau. Als ein besonderes Qualitätsmerkmal für Nudeln, insbesondere für italienische Produkte aus Hartweizengrieß, gilt daher, wenn sie bei der Herstellung durch eine Form aus Bronze gepresst werden. Nehmen wir doch gleich Blei. Dadurch wird die Oberfläche rauer und die Soße haftet besser an der Nudel. ja. Oft wird das erinnert mich irgendwie wie an die Kicker-Sendung. Achso, ja. Ich hab's auch gesehen. Ja. Jeder Schwanz ist nützlich. Oft wird auf der Verpackung sei mit dem Prädikat Bronze, italienisch, Al Bronco, das hört sich an wie Name. Bronco, egal. Bronco, ja, der in Risen, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Schwul. Besonders hervorgehoben, dass bei der Herstellung eine Form aus Bronze verwendet wurde. Nee, ehrlich? Echt? Auch die Trocknung erfolgt heute wesentlich schneller, wurde früher langsam und schonend luftgetrocknet, so erfolgt sie heute in weniger als 3 Stunden bei etwa 100 Grad Celsius, was dazu führt, dass die Stärke geliert. Das heißt geliert, glaube ich. Nein, geliert, da steht da. Die geliert. Die Teigwaren im sogenannten... Erigiert. Was? Konvenienseprodukten. Etwa 5 Minuten Terrinen sind vorgekocht und gefriergetrocknet. Sonstiges. Ah, geil, die 5 Minuten Terrinen kann man anklicken. Sonstiges. Nein, kann man nicht. Die längste Nudel der Welt. Wurde am 20. November 2004 von Shen Shenli. Hi Shen. Der Artikel ist unter, gar nicht mehr aktuell. Jumbo hat das unter, mit Galileo schon längst gemacht. Unter notarieller Aufsicht in Wien hergestellt. In traditioneller Herstellungsweise gelang es ihm in Handarbeit aus einem Teigstück mit einem Gewicht von 1500 Gramm eine Nudel mit 180 Meter Gesamtlänge zu ziehen, die für 50 Portionen reichte. Der bisherige Rekord lag bei 55,5 Meter. So, jetzt schauen wir mal, was es oben so gibt, ne? Was war das? Ich glaube, Ei haben wir... die Erfurter Teigwarenfabrik. Literaturquellen und... ja, gut. Wer ist mit Hart? Was? Hartweizen. Ist nur sehr kurz. Ich würde das nicht lieber abbrechen. Nein, das ich ist bin so für Eier. Oh, Nudelholz. Oh Gott, der Artikel ist zu kurz.
Ah, Deutschland kann man nicht auswählen. Macaroni das kann man machen. Sieht eklig aus. Was denn? Was hast du denn angeklickt? Drück mal auf Eier und guck dir rechts das zweite Bild an. Das sieht richtig eklig aus. Süßspeise, wo sind denn die Eier? Ich glaube, der hat keinen Bock gehabt, immer irgendwo, wo Ei vorkam. Ah, hier, Eier. Guck dir mal rechts das zweite Bild an. What the? Entwicklung eines Hühnereis. Der hat bei jedem Huhn einfach voll in den Arsch gegrapscht und einfach irgendwas rausgezogen. Wow, okay. Sieht das aus. Jetzt brechen wir das mal lieber ab. Nein, komm. Hühnerei. Nein. Das ist, wenn man, und die Erzeugung ihrer Nachkommenschaft als landwirtschaftliches Produkt. Okay, Leute, ich breche das hier mal ab. Der hört ihr eh nicht, ich hab's jetzt stumm gemacht und dann hören wir uns im nächsten Let's Talk Shit. Jetzt hört man euch wieder. Wollt ihr auch noch was sagen? Ciao. Jo, bis zum nächsten Let's Talk. Shit.